ist die beste TV-Serie aller Zeiten. Was hat Österreich nicht für Serien gesehen und geliebt? Doch am Ende hat einer sie alle geschlagen. Ein trinkender Weiberheld, der mittlerweile sogar serientot gestorben ist. Ja! Two and a half men. Mein cooler Onkel Charlie. Oder einfach nur Onkel Charlie. Trotz eines beispiellosen Verwirrspiels um ihren Namen hat Österreich diese Serie von Beginn an gerne gesehen und jetzt sogar auf Platz 1 gewählt. Ich weiß gar nicht, wer die sind. Wild ist es so, er hockt auf irgendein Eck mit einem Drink in der Hand und schiebt eine Wuchtel nach der anderen. Ja. Also das machen wir beim Wirten auch. Allerdings machen wir dann leider nie mit diesen Blondinen auf am nächsten Tag. Das ist für mich sehr verblüffend. Das dürfte an der doch irgendwie charmanten Art des coolen Onkels liegen, denn anders als El Bundy kommt der Macho Charlie auch beim Großteil des weiblichen Publikums an. Gibt's nicht viel zu sagen. Ich arbeite wenig und verdiene dafür sehr viel. Ich schlafe mit schönen Frauen, die mich nicht nach meinen Gefühlen fragen. Ich fahre einen Jaguar, wohne am Strand und manchmal mixe ich mir am helllichten Tag, ohne dass ich einen Anlass dafür wüsste, einen gewaltigen Eimer Margaritas. Und dann schlafe ich auf der Terrasse ein. Ah, ich liebe es. Doch, das scheu. Den mag man einfach in der Serie. Also er schafft es ja immer wieder, sehr sympathisch zu sein. Ich finde es einfach lustig. Er hat so einen trockenen Humor. Humor, ja. Trocken eher nein. Vielmehr war es so, dass Charlie Sheens Alkoholeskapaden und sein Dauerstreit mit Produzent Chuck Lorre schließlich sogar zum Rauswurf des zu dieser Zeit bestbezahlten Seriendarstellers führte. You smell your mother's tears. Spürst du die Tränen deiner Mutter, die auf ihre armselige Schöpfung herabblickt und sich immer noch fragt, wie du die Abtreibung überleben konntest? Der Spruch ist... Ja, mit dem ist es ordentlich durchgegangen. Ja, deshalb darf jetzt Ashton Kutcher ran. Fragt sich nur, wie lange der sich halten wird. Da liegt ein Fluch auf dieser Rolle, ich sage es dir. Die Rolle tut einem nicht gut, ne? Weil Ashton Kutcher, sein Nachfolger, jetzt geschieden von der Demi Moore oder in Trennung. Also ich würde es nicht annehmen. Danke, gut zu wissen. Und keine Sorge, egal wer in Zukunft in dieser Serie mitspielt, den ersten Platz in unserem Ranking kann Two and a Half Men niemand mehr nehmen. Und fest steht, diese Platzierung geht wohl hauptsächlich auf sein Konto. Trotzdem, oder gerade deshalb, Gratulation!